Er ist grün, 2 Meter hoch und mehr als 60 Meter lang. Der neue Zaun ist den Anwohnern in Dortmund ein Dorn im Auge, denn die Stadt hat ihn mitten auf einen Parkplatz gebaut. Etwa 30 Parkplätze gehen flöten. Anwohner Hans-Peter zeigt die Misere. Früher konnte ich jetzt einfach geradeaus und schräg rüber und habe dann meine Parkplätze gehabt. Und jetzt habe ich hier nur noch eine Piepshow, weil ich hier einen wunderschönen Doppelstab-Mattenzaun der edelsten Ausführung habe. Der kuriose Grund für den Zaun, er soll Mensch und Auto vor ihr schützen, einer bröckeligen Mauer. Seit Jahren ist die Mauer marode, doch statt zu reparieren, kommt der XXL-Zaun. Das ist sehr traurig, was hier passiert. Auch ohne irgendwie davor informiert zu werden, was hier passiert, das fand ich auch so, so irgendwie respektlos gegenüber den Bewohnern hier. Wunderbarer Zaun ist einfach nur eine Katastrophe. Da hat jemand dann bei der Stadt wirklich gut nachgedacht. Bauen wir einfach mal einen Zaun hier hin und nach mir die Sintflut. Ist ja nicht meine Parkplätze, die ich hier verliere. Man hat ja überhaupt keine Möglichkeit mehr hier zu parken. Und abends, wenn man hier Notarzt fahren kommt oder Feuerwehr kommt, die kommen ja gar nicht mehr durch. Das größte Problem, Autos parken einfach weiter vor dem Zaun, weil die alten Schilder noch nicht abgebaut wurden. Wenn hier irgendwann mal die Situation aufkommt, dass ein Krankenwagen weniger, das ist ja diese Größe, aber wenn es hier mal, Gott bewahre, brennt, was machen wir denn dann? Wenn jetzt hier vorne noch einer stehen würde, ich hatte hier keine Chance, absolut nicht. Und ich mache eine Macke im Auto, dann habe ich keinen Bock drauf. Dafür ist der Wagen zu teuer und die Versicherung habe ich keinen Bock drauf. Da kriegt man so einen Hals bei. Noch mehrere Jahre soll der Zaun hier bleiben, bis die Stadt endlich mit der Sanierung beginnt. Sie teilt uns schriftlich mit: Bisher waren für die Planung und Umsetzung jedoch keine personellen Ressourcen verfügbar. Die Anwohner haben schon einen Plan. Am besten erst die Mauer weg und den Zaun. Dahin, wo die Mauer stand. Und tada, die Parkplätze sind wieder da.